Mit 1 und... Oh shit, zu nah dran. 1, 4. 4. Nein, sie hat sie will schon fast umgebracht. Shit, nein, 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 nein. Das geht ja jetzt mal hier gar nicht. Ups, nicht aufgepasst. Ja, halt dich mal selber hier. Bevor du irgendwas anderes machst. Oh nein. Sibyl ist nahezu tot. Jetzt muss ich die Scheiße mal eher auf mich nehmen. Na, damit komme ich noch klar. Solange ich nicht diese dämlichen Bomben abkriege. Okay. Oh shit. Die ist stark wie noch was hier. Und Abgang. Ach nein. Wow. Na, ach, schon wieder. Ich hab doch. Ah. Okay. Mist. So. Schön, hätten wir das schon mal geklärt. Was ist das denn hier? Nämlich Eiskristalle. Da soll Sibyl lieber im Hintergrund bleiben und mich heilen, wenn es denn dann nötig ist. Verdammte Hacke. Jetzt geht das natürlich jetzt nicht, weil ich gelegen habe. Bomben, das ist natürlich nicht so meine Sache. Okay. Uncool. Und das war natürlich jetzt echt kacke. Ach ja. Ich sollte vielleicht schon mal im Vornherein das Ganze wechseln. Einfach aus dem Grund, glaubst du aber leider, dass ich dann ausweichen kann. Und das gleich als erstes. Ah, verdammt. So, genau. 1, 4. Na, 4 kann ich jetzt einsetzen. Geht ja mittlerweile während dem Laufen, von daher. Komm, Sibyl, hau rein. Heil dich, heil mich, ist mir egal. Mach irgendwas, was hilft. Schön. Nicht genug Magie. Damit kann ich leben. Na, da sollte ich aufpassen. Nein, rückwärts. Oh shit. Leben. 1, 4. Und jetzt kann die Party beginnen, meine liebe Konkubine. Jetzt beginnt sie doch. Die Party. Zu deinen Ehren. Verdammt. Ich darf mich nicht so oft treffen lassen und dann ist das Ganze schon erledigt. Oder einfach ein bisschen auf Abstand halten. Oh shit. Habe mir natürlich das Ding genau ins Gesicht geworfen. Ich hab sie gleich. Wow. Schön. Und jetzt ramme ich ihr das Ding einfach nur. Hals, Kopf, irgendwie sowas. Ah, das war ja jetzt unspektakulär. Ruck, ruck, und dann ist das Ding auseinander.
Du bist wirklich kurz davor, ins Reich des Fürsten Schwarzfrost einzudringen. Aber mach dir nichts vor. Du hast dir diesen Weg nicht alleine erkämpft. Es war der finstere Fürst selbst, der dir Geleit gewährte. Er stellt mich auf die Probe. Und allem Anschein nach weiß er jetzt, was er zu erwarten hat. Das sollte eine der faszinierendsten Konfrontationen der letzten paar tausend Jahre werden. Ich kann ihren Ausgang kaum erwarten. Ja. Nun, und ich kann es kaum erwarten, dass wir zur Sache kommen. Belagere den Palast von Schwarzfrost. Belagern hätte ich jetzt nicht als Wort gewählt. Gut, das ist meine Auswahl an Begleitern. Randval, Edwin. Oh shit, wie hieß er nochmal? Matras, klar, und Sibyl. Das mit Sibyl hat ja eigentlich ganz gut geklappt. Edwin, die greift nur an. Hat aber den Hypnosezauber. Randval ist ein schneller, starker Kämpfer mit dem großen Schwert. Und Matras? Matras ist Matras und stirbt recht schnell. Da habe ich lieber die Heilung an meiner Seite. Es wird Zeit, uns um Schwarzfrost zu kümmern. Was für eine durch und durch bezaubernde Idee. Wenn du sicher bist, dass du dich um deine Angelegenheiten hier gekümmert hast, dann sehe ich keinen Grund, das Unausweichliche noch länger hinauszuzögern. Schmiede muss ich nicht mehr. Wir haben schon lange genug gewartet. Er ist schutzlos. Wir müssen jetzt zuschlagen, bevor er Zeit zum Reagieren hat. So sei es. Tun wir es. Oh, jetzt kriegen wir noch mal ein bisschen Power, würde ich sagen. Kleine Vision. Vision? Nein, doch nicht. Wow. Das ist hart. Komplett brennender Oberkörper. Saubere Sache. Glühende Augen. Wow. Das ist echt. Naja, es sieht zwar, allerdings sieht es irgendwie so aus, als hätte er ein dickes blaues Auge davon getragen, was in dem Fall eben. Oh, ich stehe ihm direkt gegenüber. Mein neuer Schützling, ich bin ja so froh, dass du es geschafft hast. Du hast dir zwar reichlich Zeit gelassen, aber soweit ich weiß, hast du auch einige Fortschritte gemacht. Oh ja, das hast du. Ja, nun, deine Konkubinen hingegen werden wohl keinerlei Fortschritte mehr machen. Von jetzt an bist du auf dich allein gestellt und es gibt kein Entkommen mehr. Nun, eine Flucht stand nie in meiner Absicht. Ich bin jedoch in meinem Reich. Du und deine Gefährten seid mein Gewissen. Es scheint, als hättest du auf deinem Weg bereits ein paar Freunde verloren. Wie schrecklich traurig. Aber mehr als den meisten anderen ist mir sehr wohl bewusst, wie zerbrechlich die Bande der Freundschaft sein können. Ist es nicht so, weiße Dame? Und dennoch scheint es, als ob uns das Schicksal wieder vereint hat. Wenn das mal keine feine Ironie ist. Ich werde mich an der Ironie ergötzen, wie dein eigener Schützling dich vor meinen Augen erniedrigt und vernichtet. Jetzt weißt du, warum ich hier bin. Meine Teuerste, es bringt doch nichts, mich anzulügen, und das weißt du auch. Du bist hier, weil du das Gleiche willst wie ich. Augenblicklich mag dir dazu die Kraft fehlen, aber ich weiß, dass du bei der ersten sich bietenden Gelegenheit zuschlagen wirst. Ich habe dich vermisst, weißt du. Sobald du der Leiche deines Freundes das entzogen hast, wonach auch mir der Sinn steht, werde ich dich zu meiner neuen Hauptkonkubine machen. Doch sei unbesorgt. Kristall und die Eisherzogin werden sich sehr bald anschließen. Nicht einmal der schwarze Sturm wagt es noch, sich mir zu widersetzen. Hör zu. Ich habe wirklich genug von euch zwei Monstern. Es tut mir leid, Schwarzfrost,
aber es wird wirklich Zeit, dass ich dir endgültig das Maul stopfe. Und dann hole ich mir aus deinem Kadaver, was mir gehört. Uiuiui. Das heißt... Wow, ich bin schneller geworden. Sibylle hat die Gruppe verlassen, was geht denn jetzt ab? Oh. Ja, hier wird gerade ganz einfach zu besiegen sein. Eventuell, theoretisch, je nachdem. Wow, bin ich gerade schnell. Alter Falter, wo kommt denn das auf einmal her? Das ist ja echt der Oberhammer. Das sind Fähigkeiten. Nein, wo war denn? Nein. Nein. Da. Vors Helmtragen verboten. Lebensenergie. Inspiration. Wieso bin ich denn jetzt so abartig schnell? Nicht, dass ich mich stören würde. Ganz und gar nicht. Stört mich überhaupt nicht, aber ich bin echt enorm schnell, wenn ich sprinte. Da rennt mir auf jeden Fall einer hinter. Ach nee, das ist ein Randwal, der mich angreifen will. Eins und vier. Na? Dummer Randwal, ich muss den hier irgendwie mal Einhalt gebieten. Lassen, dass Randwal da irgendwie so einen Aufstand macht. Eigentlich wollte ich den anderen haben. Schön. Dann sind wir den jetzt auf jeden Fall schon mal los. Und das bedeutet auch, Randwal gehört wieder zu meiner Truppe. Und das wiederum bedeutet... Nein, das wiederum bedeutet, ich muss mich heilen. Ach, verdammt, der greift ja nur mich an. Hör mal auf, du blöde Affengesicht. Kümmere dich auch mal ein bisschen um die anderen hier. Das war's schon? Ich dachte schon. Was? Hä? Im Ernst? Das war's? Alter! Ich meine, wir waren ja jetzt zwar zu dritt, viert, aber das war jetzt immer noch einfacher, als den Kerl mit den zwei Schilden und dem Riesenteil da zu erledigen. In meiner ganzen 6000-jährigen Existenz hatte ich noch keinen so spannenden Tag. Vulkan, mein Lieber, das war ein Kampf, der wirklich würdig ist, in den Geschichtsbüchern verewigt zu werden. Und ich werde dafür sorgen, dass genau das auch geschieht. Du kannst darauf zählen, dass ich auch künftigen Generationen von deinen Taten erzählen werde. Selbstredend nur dann, falls es überhaupt eine Zukunft gibt. Doch, das hängt natürlich an dir. Das ist noch die geringste meiner Sorgen. Ich muss zurück zum Weltherz. Das ist klar. Und genau deshalb sind wir hier. Jeder der dunklen Eisfürsten hat in seinem eigenen Palast eine Möglichkeit, Zugang zum Weltherz zu erlangen. Es wäre zweifelsohne klug von uns, diese hier zu nutzen, ehe die anderen dunklen Fürsten reagieren können. Ach, ich würde dich allzu gern begleiten. Aber ich fürchte, das Schicksal führt uns auf getrennte Wege.
Das Weltherz gehorcht weder den gleichen Regeln noch der gleichen Magie wie der Rest Vertils. Du findest dort nur das vor, was du dorthin mitbringst. Ich brauche niemanden. Gut. Nun, dann wünsche ich dir viel Glück. Okay.